Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier in Anfield, wo wir heute beste Wetterbedingungen haben. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. In Anfield beginnt die erste Spielhälfte. Wir legen los mit dieser Partie. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Im Tor ist Alisson. Andrew Robertson spielt mit Trent Alexander-Arnold in der Abwehr. Mohamed Salah steht mit Thiago. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Sieht vielversprechend aus. Thiago! Salah. Thiago! Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da hat Thiago einige Optionen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Hier nochmal der Treffer von eben. Kurz gespielt. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Ist das der Anschlusstreffer? Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Ausgesehen, das war jetzt keine gute Aktion und ich bin mal gespannt, wie er nach diesem Gegentor reagiert. 2:1, hier ist noch alles drin. Fabinho, sie suchen die Lücke. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Er macht zu. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Und jetzt Thiago. Die Gelegenheit geht gut dazwischen. Jetzt kommt die Ecke. Sie bekommen den Ball nicht weg. Robertson. Wir haben den Pausenpfiff hier in Anfield.
Das war natürlich eine gute erste Hälfte hier von Thiago Alcantara. Zwei Tore hat er schon auf dem Konto. Man liegt vorne, also so kann es natürlich weitergehen. Und er ist ein Hauptgrund für diesen Spielstand. Der zweite Spielabschnitt kann beginnen hier in Anfield. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Diogo Jota. Das ist Thiago. Diogo Jota. Diogo Jota. Tor Liverpool. Heißt es also jetzt. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Das ist die Chance. Und damit sind sie am Ball. Diogo Jota. Da haben sie die Chance. Einwurf Liverpool. Wechsel bei Liverpool. Mohamed Salah am Ball. Sie sind mit drei Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Heute auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. So, Spiel wieder angepfiffen. Führung für Liverpool nun schon drei Tore. Schön dazwischen gegangen. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Klasse gemacht. Die Balleroberung. Da wäre Platz für den Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Eckball. Liverpool mit dem Wechsel. Ecke kommt ins Zentrum. Da konnten sie nichts draus machen. Jetzt vielleicht. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da hat Thiago viele Anspielstationen. Ja, vielversprechende Aktion. Parade kommt aber weiter Gefahr. Chance zum Konter jetzt. Da trennt er ihn vom Ball. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie hier eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.